Zentimeter im Durchmesser und der Peter wird diesen Block von beiden Seiten bearbeiten. Das ist im Reglement so vorgeschrieben, das beidseitige Zerteilen der Blöcke. Herz eine Wettkampfaxt bei der Hand, in dem Fall von der Firma Ochsenkopf, einer unserer Sponsoren. Die stellen mittlerweile auch sehr, sehr gute Wettkampfäxte her. Rasiermesser scharf geschliffen und deswegen wird ja auch kein Holz gespalten, sondern geschnitten. Quer zur Faser, 45 Grad Schneidwinkel und das jetzt von Peter Bauer für Sie auf der Bauer. Du bist bereit? Startkommando 3, 2, 1, go! Also er wird sich gleich in Ihre Richtung drehen und dann schauen Sie mal genau hin, welche Technik dort verwendet wird. Jetzt geht's. 1, 2, 3, 4 Schläge bilden eine Runde und man versucht halt mit so wenig Runden wie möglich durchs Holz zu kommen. Da geht er schon durch, 30 cm Pappelholz von Peter Bauer gemeistert. Wenige Schläge noch und dann kriegt er einen riesen Applaus hier von Ihnen, meine Damen und Herren. Komm, einer noch, jawohl, Peter Bauer am Standing Blocktop. Sie sehen, das Motto unserer Serie, was dort hinten noch auf der Rückwand steht, Kraft entscheidet, die braucht man definitiv für diesen Sport, aber die Präzision, die gewinnt dabei, denn es geht ja nicht nur, nicht mangels Motorsägen arbeiten müssen mit einer Schrotsäge oder auch einer Axt. In dem Fall hat sich dann der sogenannte Underhand-Chop daraus entwickelt, zu einer Wettkampfform entwickelt und der hat einen Durchmesser von 32 cm. Und unser nächster Sportler, der hat sich hier, wie Sie sehen, links und rechts zwei Trittflächen eingearbeitet, die sogenannten Footholds, also Fußhalter. Denn das Holz, was wir in der Serie schneiden, ist sehr, sehr feucht und dementsprechend auch glatt. Wenn man auf einem runden Block stehen würde, wäre das relativ riskant, dass man dann abrutscht etc. Und dementsprechend hat man verpflichtenderweise diese Stufen eingearbeitet und jetzt wird uns der nächste Sportler hier auf der Bühne zeigen, wie man diesen Underhand-Shop bewerkstelligt. Begrüßen Sie aus Nordholz, Matthias Toba. Matthias, grüß dich. Ja, du bist jetzt seit 2001 dabei, also die Geburtsstunde der Steel Timber Sport Series hast du noch miterlebt. Da war damals ein Trainingscamp, ich glaube in Zwiesel war es, kann das sein? Das war in Ruhpolding gelaufen. Ruhpolding. Und da wart ihr dann erstmalig zusammen mit der ersten Besetzung der Serie. Ihr wusstet eigentlich noch nicht so richtig, was auf euch zukommt. Und warum hast du dich entschieden, dich da anzumelden und einfach mal mitzumachen? Also bei mir liegt es ja vom Beruf schon nahe, als Holzknecht, sagt man da in Bayern, oder Waldarbeiter. Und dann hat man ja natürlich auch schon die Reportage gesehen aus USA und so. Und dann hat man gesagt, also wenn es sowas mal gäbe, dann muss man das natürlich ausprobieren. Dann habe ich klassische Waldarbeitsmeisterschaften mitgemacht und dann ist von Stiel da mal jemand gekommen und hat da die Werbetrommel gerührt für den Sommer mit dem Trainingscamp und dann habe ich mich beworben und so hat das den Lauf genommen. Mittlerweile sind wir in knapp oder über 20 europäischen Nationen vertreten plus die Interkontinentalnationen wie Kanada, Australien, Neuseeland, USA, die sind natürlich vom Erfahrungsschatz noch ein paar Jahrzehnte weiter. Also in Neuseeland müssen Sie sich vorstellen, der ehemalige Weltmeister David Bolstad, leider verstorben mittlerweile, der hat mit 7 Jahren seinen ersten Underhand-Shop gehackt. Also da liegt kein Playmobil unter dem Weihnachtsbaum, sondern eine rasiermesserscharfe Wettkampfaxt. Und dementsprechend haben die Jungs natürlich mehr Erfahrung, was das angeht. Aber in Europa sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Die Leistungen werden immer stärker, immer schneller, immer besser. Und wir haben auch mittlerweile schon aus Deutschland den Robert Ebner als Vize-Weltmeister. Also da haben die, glaube ich, auch nicht schlecht geguckt, als auf einmal der Robert auf dem Treppchen stand. Martin Komarek aus Tschechien auch noch dabei. Die merken, glaube ich, dass in Europa einiges getan wird. Ja, also mit Sicherheit die letzten 10 Jahre, jedes Jahr, wie du gesagt hast, kommt wieder ein Land dazu, wieder junge, engagierte Sportler, die auch Ehrgeiz mitbringen. Und wenn man ein bisschen Zeit dahinter klemmt, ein bisschen Begabung, dann geht es ruckzuck und die Erfolge sprechen für sich. Begabung haben wir, Erfahrung haben wir in deiner Person noch viel, viel mehr. Und das gucken wir uns jetzt beim Underhand-Shop an. Also viel Spaß, Matthias. Liebe Besucher, jetzt geht's ans Eingemachte. 32 cm Pappelholz werden
vom Matthias in die Schranken gewiesen. Okay, Startkommando. 3, 2, 1, go! Die gleiche Technik wie beim Standing Block Drop. 4 Schläge bilden eine Runde und so geht es dann halt durch den Block hindurch. Matthias hat einen schnellen Rhythmus und einen sehr schnellen Wechsel. Alles in einer Bewegung, um natürlich Zeit zu sparen im Wettkampffall. Wenn es dann den direkten Vergleich gegen den Kontrahenten neben sich geht. Und schon ist er durch. Matthias Dummer am Amateur. Vielen Dank. Ja, während wir jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Logistikpartner Junge Heinrich, der uns die nächsten mal die Single Buck. Das ist eine 2 Meter lange Zugsäge. Eventuell kennt ihr noch aus dem Forst von früher die Schrotsägen. Ne? Auch von Hand geführt. In dem Fall haben wir aber eine etwas spezielle Zahnung aufgesetzt. Das sind handgefertigte Sägen aus Übersee, in dem Fall aus Neuseeland und den USA. Das Blech an sich, der Korpus, der wird ausgelasert. Das ist noch ein Maschinengang. Das okay, kann man so machen. Aber die Zähne an sich sind wirklich einzeln von Hand gefeilt, geschärft, geschränkt. Also das ist wirklich ein Präzisionswerkzeug. Und das Ziel bei der Single Duck ist es, von einem normalerweise 46 cm breiten Block eine Holzscheibe, den sogenannten Cookie, runterzusägen. Das im direkten Vergleich. Das schauen Sie sich mal genau an, denn ich habe gleich noch etwas mit 2 aus dem Publikum vor. Mit Freiwilligen am besten. Also, dazu kommen wir dann später. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Single Duck, Durchgang Nummer 1 heute. 3, 2, 1, go! Schon durch, dicht gefolgt von Matthias Dummer. Und ich denke, das ist ein riesiger Applaus wert. Die beiden haben jetzt mal gezeigt, wie man mit dieser Singleback arbeitet. Vielen Dank. Ja, und jetzt kommen wir dann zu dem gerade angesprochenen Experiment, möchte ich es nicht nennen, sondern einfach ein Angebot. Unsererseits ein Sportangebot. Ich hätte jetzt gerne mal 2 Freiwillige hier oben auf der Bühne, die sich gerne mal selber an der Singleback betätigen möchten und sich so eine kleine Scheibe abschneiden. Also, Arme ausschütteln, Mindestalter 18 Jahre, gehör mit dem karierten Hemd, sehr schön. Und haben wir noch einen. Alleine sägen ist langweilig. Eigentlich Trittbretter. Hier vorne sehen Sie einen Metallschuh, der da drauf geschraubt ist. Und der mündet hier vorne in einer Lippe, in der Metalllippe. Das ist eine scharfe Kante nach oben. Und wenn die Sportler nun diese beiden Bretter in den Baumstamm hineinrammen werden, dann haben die Bretter dort einen festen Halt. Man kann draufklettern, erste Etage, zweite Etage. Und wenn man oben steht, dann warten noch einmal 27 cm zartes Pappelholz darauf, von der Axt zärtlich behandelt zu werden. Die Bretter selber, wie ich gerade sagte, die werden nicht mit Kraft hineingerammt und bleiben stecken. Vorher muss man ein sogenanntes Pocket in den Stamm hineinschlagen, ein Kerb, einen kleinen Spalt, kann man sagen, eine Tasche. Und da werden die Bretter dann drin platziert. Das jetzt aber für Sie live auf der Steel Timbers Kurzbühne exklusiv mit Peter Bauer und Matthias Thoma. Ihr seid bereit? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Springboard. 3, 2, 1, go! So, Matthias ist beim zweiten Pocket angelangt. Die ersten Schläge hat er gesetzt. Dicht dahinter, Peter Bauer. Everybody knows.
Schröder hat Bohnen gut gemacht beim zweiten Board, hat jetzt die ersten Schläge platziert und Matthias Thoma macht sie auch an die Verfolgung, also beide ungefähr gleich auf, wenige Schläge auseinander. Die Sportler benutzen die extra Schneidwerkzeug. Benutzen Sie Ihre Hände mal als Klatschwerkzeug. Feuern Sie die beiden an, meine Damen und Herren. Dann legen die beiden direkt nochmal eine Schippe drauf. Und dann sind sie gleich auch schon durch. Am Ziel beim Seitenwechsel. Dann kommen die Drives von oben runter. Die letzten Schläge bei Matthias sind soweit. Er hat ein bisschen schon wieder den Peter überholt. Alles im Kopf an Kopf, wenn hier ein ganz enger Durchgang. Wer wird das Rennen machen? Und Matthias Thoma einen Schlag vor Peter Bauer. Vielen Dank für diese super Vorführung. Und während wir jetzt die Bude freimachen, in Zusammenarbeit mit unserem Logistik.